Sehr, sehr spannendes, kontroverses Thema heute, OnlyFans. OnlyFans ist ein Webdienst für kostenpflichtige Bereitstellung von Webinhalten wie Fotos und Videos, sogenannter Paid Content, um erotische oder pornografische Inhalte zu produzieren und zu veröffentlichen, aber teilweise auch von anderen Produzenten wie zum Beispiel Fitness-Experten oder Künstlern. OnlyFans hat mein Leben gerettet. Fernsehstar begleicht nach 5 Minuten OnlyFans alle seine Schulden. What? What? Glaube an dich, verkaufe deinen Körper auf OnlyFans. Was ist das für eine Motivation? Wenn ich jetzt einen kennen würde, der regelmäßiger OF-Nutzer wäre, Justi jetzt schon würde denken, du Loser des Lebens, dass du sowas machen musst, dass du es nötig hast, dass du denkst, das ist alles, was das Leben für dich bereithält, dass du vor den Computer gehst und virtuell irgendeine Pseudo-Beziehung Nähe führst. Es ist schädlich für das Individuum, für die Frau und für den Mann in jeder Form. Es ist gesamtgesellschaftlich äußerst schädlich. Es hindert Menschen daran, Beziehungen einzugehen. Warum? Weil es schwierig ist, wieder mit einem echten Menschen in eine Beziehung zu kommen, während ich vorher nur vor dem Bildschirm gesessen bin und irgendwelche Perversitäten ausgelassen habe, die ich dann verlangt habe, von der Frau in einem Video gezeigt zu bekommen. Oder ich habe mir Unterwäsche zugeschickt. Oder.